Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gloomhaven. Wir haben im letzten Part den Weg zur trockenen oder öden Küste eingeschaltet und haben jetzt damit Zugriff auf den Story Quest von unserer Schurkin. Die habe ich auch gleich schon mal eingewechselt und habe dafür unseren Berserkerin einmal auf die Bank gesetzt. So. Bevor wir aber direkt losziehen, wollen wir zwei Sachen machen. Das erste ist, wir wollen die Story-Quest von unserem Elementalisten freischalten, da der Level 2 erreicht hat. Und im letzten Mal streng genommen. The Elementalist has been researching Swagger, hero from hundreds of years past, who had mastered both melee and magic combat. I've told them to investigate the ruined village of Machute near Bloodford. Maybe they can find out how to bolster their own melee abilities. Okay, das ist gut zu hören. Und wir kriegen 5 Gold für 10 tote Einox-Bogenschützen. So, das war Step 1. Step 2 ist, dass wir zum Händler möchten. Denn der hier hat nämlich quasi jetzt diesen wundervollen Hawk-Helm. Und was wir machen wollen ist, wir wollen ihn kaufen. Und unserem Elementalisten anlegen. Weil wir nämlich hier, wenn wir die Reichweite nicht haben, ziemlich große Probleme kriegen mit unseren Angriffen, weil wir mit ihm halt sowieso schon ein bisschen langsamer sind. Und dann können wir, wie ich sehe, noch unseren Quartermaster auf Level 2 hochziehen. Reforge. Refresh once spent or consumed. Okay, Waffen. Hat, glaube ich, gerade aber keine dabei. Recover. Oh, wir könnten aber auch 2 Karten wieder auf die Hand nehmen. Bladed Boomerang. Reichweite 3, 2 Schaden, Wunde oder Bewegen angreifen. Ja, ich denke mal, wir nehmen auf jeden Fall den Boomerang. Dann haben wir nämlich noch eine zusätzliche Fernkampfwaffe. Mit einer guten Bewegung, weil das sind auch Bewegung 4 ja letztendlich. Und dann schmeißen wir mal das Iron Bulwark raus. Okay. Ja. Gut, dann hatten wir uns darauf festgelegt, dass wir hier theoretisch auch hin könnten, aber nee, können wir nicht. Können wir. Wir machen aber erst die Quest von unserer Schurkin, nämlich Payday. The scoundrel has been slicing a few throats here and there for a towering Inox, who insists on staying anonymous. It's time to meet up and get paid. Okay, wir müssen 12 Gegner töten. Das hört sich nach einem, wie heißt das hier, nach so einem Gegner-Spawn kommen die ganze Zeit Level an, tatsächlich. You head to the meeting point deep in the forest. Intrigued as to what this Inox actually looks like. So far, you've always dealt with middlemen, but you've got the feeling he's gathering a small army. And your job was helping to remove the competition. You arrive in the clearing and sit tight, waiting for him to arrive. Okay. Da wir 12 Gegner töten müssen und wahrscheinlich wir mit 3 oder 4 anfangen, kriegen wir das auf jeden Fall nicht hin. Heißt, wir können aber auf jeden Fall das andere nehmen, dann looten wir die Runde nicht. Wir rasten einfach nur kurz. Obwohl, wir können auch die wenigen Lebenspunkte nehmen. Wir haben immer noch keine Items, das ist auch okay. Ich glaube nicht, dass er viele Gegner tötet. Frage ist, können wir noch Karten tauschen? Das ist interessant, dass wir das noch können, weil das kann man im Brettspiel, muss man quasi sich, glaube ich, festlegen. Wobei, da bin ich mir nicht ganz sicher. Zumindest haben wir es immer so gespielt, dass sobald man raus ist, sich das quasi erledigt hat, mit was man mitnehmen darf und was nicht an Karten. Weil dann brauchen wir theoretisch das Oversized Pack in dem Level nicht. Und können stattdessen mal versuchen, mit dem Speer vielleicht zu arbeiten. Okay, würde man sagen, auf geht's. Bin heute ziemlich fix unterwegs. So. The night is foggy and cold. You have been waiting on that muddy stump for what seems to be hours. Your fingers and toes start to feel numb, but your ears do not.
A twig cracks on your left, and out of the gloom come a small group of bandits. This was unexpected. Sorry, love, the boss has decided you know a bit too much of his grand plan, and well, we've been brought in to tie up a few loose ends. Mind you, he's paid us your wages. Luckily, our job is going to be nice and easy. Nee, da hat er hier nicht mit uns gerechnet. Also hier gibt's keinen einfachen Job. Wir werden jetzt hier dafür auf jeden Fall bezahlen. Da können sie sich sicher sein. Okay. Wir wollen hier den Weg blockieren und den einmal unserer neuen Karte einmal gleich verwunden. So. Theoretisch könnten wir den flankieren, wenn wir spät genug drankommen. So. Wir haben hier aber auch die Möglichkeit, noch so wie sie gerade stehen, im kristallinen Blast hier noch drauf zu säbeln. Dann brauchen wir... Können von da aus da angreifen. Das heißt... Ah, Rest to the Grave ist auch die. Das heißt, wir können die 9 tatsächlich spielen. Und hiermit zuerst hier hinschießen und sie da hinten quasi mit Rest to the Grave einmal markieren. Das ist sogar sehr gut. So, was da gerade kommt. So. Einmal wird sie markiert für nächste Runde. Und dann, naja, verschießt er sich hier quasi. Weil das Gute ist, die schilden sich zwar und können aber ihren Angriff nicht machen. Das ist tatsächlich okay. Das Doofe ist halt tatsächlich nur, naja, es hätte ein wenig schöner sein können. Wir müssen uns nämlich auf jeden Fall hier hinstellen, damit unsere Schurken gleich zuschlagen kann. Während der hier hinten schon mal anfängt zu bluten. So. Und dran. Und patzt. Genau das, was wir sehen wollen. So. Der Plan ist tatsächlich nicht, dass wir hier irgendwelchen Schaden machen. Sondern, dass wir hoffentlich eine... Schade. Eine Nullerkarte mit Luft ziehen. Ich habe die falsche Karte erwischt, sehe ich gerade. Das ist interessant. Aber so ist das halt wie immer. Manchmal, wenn man absolut nicht lesen kann. Okay. Dann können wir hier in Position gehen. Und einmal hier in den Rücken stechen. Oh, besser als nichts. Okay. Da kommt schon die nächste. Es könnte sein, dass man da oben Bogenschützen kommen und von hier unten die anderen. Zwei, vier. Wir könnten den immobilisieren. Mit unten. Und mit oben einmal durchstechen. So, wir müssten hier noch eine Karte haben, mit wenn wir daneben stehen. Und anschließend könnten wir damit vielleicht den sogar töten. Gut. Wir haben nur Eis. Eis ist aber okay. Dann könnten wir nämlich hier drüben anfangen zu stunnen. Und dann wollen wir hiermit theoretisch den töten. Ja, was wollen wir dann machen? Eigentlich nichts wirklich. Könnten uns heilen vielleicht. Machen wir einfach mal, wenn wir eine späte Karte raus haben. So. Du kassierst. Nice. Und du kassierst nochmal. Umso schöner. Nehmen wir uns einen Flanking Stride auf die Hand.
Dann sind wir gleich auf jeden Fall weg. So. Schade. Okay, die machen aber nur schwache Schüsse. Dann stellen wir uns hier mal in Position und fangen an, nächste Runde zu beschwören. Weil viel mehr können wir erstmal nicht machen. Okay. Dann ist es vielleicht sogar besser, wenn wir hier drüben erst dann. Na super. Jetzt ziehen wir die Luft, wenn wir sowieso Luft produzieren. Natürlich ein bisschen unvorteilhaft. Autsch. Aber ist okay. Dann können wir den immobilisieren. Und jetzt kommt ein Trick 17 hier. Wir können mit dem Speer hier einmal durchstechen. Hat funktioniert. Okay. Jetzt ist hier ein Bogenschütze und noch ein Bogenschütze. Solange Bogenschützen kommen, haben wir hier, glaube ich, ganz gute Chancen. Ich sehe auch schon die perfekte Position hier, wo wir reinhauen wollen. Nämlich von hier kriegen wir alle drei Gegner getroffen. Das sieht doch extrem nice aus. So, Nachteil. Wir haben immer noch unsere formlose Power nicht angelegt. Was machen wir jetzt? Dann wird es Zeit hier für unseren Warhawk. Und da wir hier unten leider nichts Sinnvolles haben, was echt schrecklich ist, können wir hier irgendwas anderes hinhauen, damit das Ding nicht gleich stirbt. Aber hiermit könnten wir Blanking Strike mit Throwing Knives. Ja, würde ich mal sagen, dann positionieren wir uns entsprechend. Oh, die greifen nur an. Das heißt, wenn wir weit genug weg sind. 2, 3, 4, 5. Auf gar keinen Fall schaffen wir das. Das heißt, wir positionieren uns hier. Und fangen an, hier oben einmal auszudünnen. Hat gut funktioniert soweit. Das heißt, wir brauchen das. Jetzt sind wir doch irgendwie vorher dran. Ja, weil die Karte niedriger ist, aber es sah eigentlich so aus, als wäre das okay. Schade. Dann machen wir hier oben stattdessen den Angriff rein. Schieben den mal weg. Okay. Und einmal reinklieben. Sieht gut aus. Dann halten wir die nämlich auch gleich da in der Ecke. So, wir haben erst zwei Tote. Das ist nicht ganz so das, was wir hier eigentlich sehen wollen. So, das heißt, wir besorgen uns hier einmal Unterstützung. Dann doomen wir hier ein der Gegner. Okay. Heilen und draufhauen. Draufhauen und so, also, wo waren wir beim draufhauen und draufhauen? Auf den hier.
erledigt sich das hoffentlich. Wir haben leider so absolut gar nichts. Das heißt, wir resten, um den Kristallblaster einmal drauf zu werfen. Machen wir einen schönen klassischen Schuss. Und können hiermit vielleicht arbeiten, je nachdem, was passiert. Ja, leider kommen die zuerst dran. Das sieht schon wieder nach einem klassischen, wir spielen das Level nochmal Level aus. Muss ich tatsächlich gestehen. Wir kriegen hier unten jetzt leider auch ein paar Hits rein. Und vor allem, die verteilen sich jetzt auch noch. Und weil wir erst die 23 haben, kommen die beiden jetzt auch nochmal drauf mit jeweils zwei Schlägen. Leider ziemlich blöd ist, weil wir jetzt auch noch vergiftet sind. Und uns das dementsprechend vor ein paar Probleme stellen wird. Das heißt, wir müssen hier unten dann leider weitermachen, weil wir oben mit den Pfeilen nicht mehr gut drankommen. Aber hier die Möglichkeit haben zu Mist. Ein bisschen mehr rauszuholen. So, das heißt, wir können da oben reinhauen. Na, immerhin. Okay. Damit geht der hier natürlich hier voll ins Nirvana. Ich glaube nicht, dass wir das packen. Dafür haben wir, glaube ich, zu wenig Schaden zu dem jetzigen Zeitpunkt. Also es kommen jede Runde zwei neue und wir haben gerade mal wirklich zwei genommen. Das heißt, es werden keine weniger hier. Wir müssen mal schauen, was wir hier machen können. Short Rest. Aus. Und dann wird gelaufen. Wir müssen probieren, hier einen rauszunehmen. Die stehen da hinten natürlich perfekt. Für so einen Move und... So. Ja, damit sind wir so mehr oder weniger dann, glaube ich, tot. Nee, stimmt nicht. Wir haben hier schon einen weggehauen. Okay. Mir auch gerade einfällt, wir hätten tatsächlich das Gift vorher runternehmen können. Sehen wir vom Acker. Vielleicht schaffen wir es doch so auf Biegen und Brechen. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Gehen hier in die Ecke. Und heizen den mal ein. Das sind nämlich eventuell wieder zwei Tote. Hätten wir schon mal die Hälfte. Das ist Nummer 7.
Okay. Zack. Zack, zack. Leider nicht das. Na doch, Moment. Wird da hinten ja eine Falle gelegt. Passt. Passt. Dann nehmen wir ein bisschen Abstand und legen uns mal Feuer rein. So. Gift runternehmen. Ihn verwunden. Trank nehmen und laufen. Dann versuchen wir uns jetzt hier drüben irgendwie ein bisschen einzuigeln. Oh je, also draufhauen tun die auf jeden Fall ordentlich. Okay. So, haben wir hier noch irgendeinen Cleave? Ne, wir haben hier aber einen guten Hit. Könnten wir hier mehr draufhauen? Wir haben hier leider keinen Look. Wir müssen hier sowieso aufpassen. Sie darf ja gar nicht sterben. Fällt mir gerade nochmal wieder ein. So, Ice Spikes und dann weg. Short resten. Burn. Die Combo machen. Das heißt, das machen, damit sie stirbt. Und hier draufhauen. Damit sie vielleicht auch stirbt. Was machen denn die? Die gehen nur einen Schritt. Das ist okay. Also hier hinten bleibe, sollte das eigentlich passen. Problem ist, dass wir hier jetzt ein Zeitlimit haben, dadurch, dass sie nicht K.O. gehen darf. So, kommt theoretisch nach da hinten und können sie finishen. Und damit kann ich leben. Gut, gut. Da überlebt er. Aber okay. Okay. Feuer. So, drei Stück fehlen noch. Eins. Ja gut, das ist aber auch jetzt. Warum mache ich das? Für drei Münzen gerade gegreedet. Für drei Münzen. Haben wir hier gerade gegreedet. So ein Mist, da sind sie hier raus. Und hier müssen wir leider lang rasten, weil wir nämlich sonst keinen Zug mehr haben. So, das heißt, wir wollen da oben auf jeden Fall weitermachen. Das heißt, hier einmal draufwerfen und wegrennen. So, wir stehen super unglücklich. Haben aber die Möglichkeit, von da natürlich hier einmal reinzuschieben und dann machen wir uns vom Acker. Okay.
Wir müssen jemanden doomen. Das machen wir. Da. Du bist gedoomt. Da sind nämlich jetzt wieder hier zwei Tote. Und auf jeden Fall zwei Tote. Dann gehen wir weg. Okay, kein Multitarget. Okay. Dann könnte das unsere letzte sein, die stirbt. Okay, die haben eine Bewegung und Reichweite 2. Das heißt, ich bin hier oben am sichersten, denke ich. Dann sind das 4. Ja. Immer den Schaden. Nicht zu ändern jetzt. So, dann können wir nämlich nächste Runde hier mit ihm noch einmal lang rasten. So rum ist richtig. Und dann müssen wir mal schauen. Okay, wir müssen den töten. Wir müssen den töten. Und sie muss überleben. Also würde ich mal sagen, weg. Das noch da. Und das irgendwie. Und lang rasten. Und aufs Beste hoffen. Mobilisieren die. Ich glaube, das war es dann eventuell, weil die Reichweite 6 haben mit 2 Bewegungen. Das heißt, wir können von hier aus nicht nach da drüben kommen. Das heißt, wir, naja, weit weg wie es geht. Das ist fein eigentlich. Das ist auch fein. Dann können wir uns doch bewegen. Ich nehme alles zurück. Dann haben wir jetzt doch die Chance, das Ganze hier abzuhaken. So, wir müssen nach hier nur plus 1 ziehen. Ja. Nummer 11. Wir haben's. Wir haben's, Leute. Wir haben's. Das ist jetzt egal, was passiert. Hier nochmal einen Erfahrungspunkt holen. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Knapp. Aber geschafft. Jupp, das war's. Wir haben das Rendezvous im Wald überlebt. It seems... your would-be assassins weren't lying. They are carrying enough money to cover your original payment. That kind is irrelevant now. No one double-crosses you. Firstly, it's just plain rude, and secondly, it's bad for business. No one messes with your business. Ich aber auch so. Also, können uns doch hier nicht einfach einen Job geben und die Bezahlung dann quasi auf diese Art und Weise uns rüberbringen. Das geht ja gar nicht. Okay, dann haben wir aber 3 von 4 wieder geschafft. Das ist gar nicht so schlecht. Und dann geht's auch direkt weiter mit unserem Rewards Perk, 30 Gold und 5 Bonuserfahrung. I've heard that South Shield has put a bounty on the head of a big old Inox who's been leading attacks on the village. He might be your guy. I'll mark it on your map.
Da ist das Haus Shield. Haben wir nicht. Solange wir den Ort hier nicht haben. Ist das der hier unten? Ja. Dann müssen wir mit unserem Brood witzigerweise machen. Machen wir doch aber einfach noch kurz die Charaktere hier fertig. Wir schalten die Story von Quartermaster frei. The Quartermaster has heard from an old colleague at Demonsgate that one of the City Guard equipment stockpiles inside Central Vault has been raided. How much did they take? Some of its equipment is worth a fortune. Pretty much everything, enough to outfit a small army. The Quartermaster has been tasked to Demonsgate to investigate. We should head straight there, but the vault's guards are slaughtered, and it appears the thieves stole their vault key too. I heard Lowtown holds a spare key for the vault. We can head there. Okay. Kommen wir aber noch nicht hin, aber auf jeden Fall später. Also das haben wir abgehakt. Wir haben hier drüben gar keinen Perkpunkt das letzte Mal genommen, glaube ich. So, jedenfalls haben wir hier keinen gesetzt. Das heißt, wir schmeißen die -1-Karten wie immer raus. Und bei unserer Schurkin... Ja, dadurch, dass sie keinen... Ja, die macht ja nur noch plus eigentlich. Das heißt, jetzt haben wir nur einen einzelnen Patzer drin und ansonsten eigentlich ziemlich gut alles andere. So, aufleveln kann leider keiner, wobei wir bei den beiden wieder nah dran sind. Dann würde ich mal sagen, sind wir hier erstmal durch. Und dann werden wir im nächsten Part einmal Spaß hier drüben mit The Greatest Hero haben und die Story-Quest von unserem Elementalist einmal fortführen bzw. beginnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.